Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf John's MOBA. Heute habe ich wieder ein Update für euch mitgebracht von Fred Hauen, meiner Märklin-Modellbahn. Und da gibt es auch ein kleines Special, und zwar werden wir uns nicht nur wie in den anderen Updates anschauen, was sich auf der Anlage getan hat, sondern weil es da so viele Fragen von euch gab, nehme ich euch am Ende auch nochmal unter die Anlage mit und wir schauen von unten uns die Verkabelung an, speziell für die LEDs in den Häusern und in den PKWs, wie ich das gelöst habe. Immer im Hinterkopf behalten, das ist eine ganz kleine Anfängeranlage hier. Das ist ja meine erste H0-Anlage, die ich selbst baue. Und wir haben hier eine Größe von in der Länge etwas über 2 Meter, also 2,5 Meter. In der Tiefe ist es maximal 1,15 Meter bis zur Wand hinten. Und dann habe ich ja hier hinter mir quasi noch das IWA-Regal. Aber es ist eben eine kleine Anfängeranlage auf einer Ebene. Heißt, die Verkabelung, die ich hier drunter habe, ist natürlich auch nur geeignet für so eine Anlage. Die würde sehr schnell unübersichtlich werden, wenn ihr jetzt eine größere Anlage habt. Wenn ihr selber ganz am Anfang steht oder das mal ausprobieren wollt, ist das vielleicht für euch in der Art auch eine Idee. Aber schaut es euch einfach an. Ich hole euch ab. Wir machen erstmal einmal den Rundflug und dann schauen wir nochmal von unten die Kabel an. Und ich habe auch noch ein weiteres kleines Special. Und zwar habe ich ein sehr cooles Schnäppchen gemacht. Oder ich bin der Meinung, dass es ein Schnäppchen ist. Das schauen wir uns auch an. Also, ich hole euch ab. Und wir starten wieder hier hinten in der Ecke mit unserem Rundflug. Und ihr seht die erste kleine Änderung. Hier ist der Hanomag hier. Der kleine Traktor ist umgezogen von meiner H0E Waldbahn hierher und hat ein kleines Washing bekommen. Warum ist er umgezogen? Ganz einfach, die Waldbahn spielt um 1920 und da gab es einfach solche Traktoren noch nicht. Stattdessen werden da auch ein paar andere neue Fahrzeuge kommen, die eben epochentechnisch besser passen. Ja, ansonsten hat sich jetzt hier erstmal gar nicht viel getan, was ihr hier sehen könnt. Das ist jetzt aber auch ein bisschen Provisorium. Und zwar haben wir hier jetzt dieses kleine Backsteinhaus von Joswoth, was ich euch vorgestellt habe. Das habe ich jetzt hier mal aufgestellt in die Dieseltankstelle. Ich glaube allerdings nicht, dass ich das da behalten werde. Und ich habe den Citroën, da seht ihr ihn, jetzt verkabelt. Das heißt, der ist jetzt auch angeschlossen hier und hat sowohl die Vorder- als auch die Rücklichter. Das war ja ein Fertigmodell, schon inklusive der LEDs im Gegensatz zu vielen anderen der Fahrzeuge, wo ich das eben nachträglich verkabelt habe. Genau. Und das war tatsächlich das Update, was wir jetzt hier in dem vorderen Bereich hatten. Da habe ich gar nicht mehr getan. Da ist ja auch vieles schon fertig. Also wir haben hier die Gebäude jeweils beide mit der Inneneinrichtung. Wir haben hier die Beleuchtung jetzt an beiden Schiffen. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal gezeigt, dass hier beide Fischkutter jetzt eben entsprechend beleuchtet sind, sowohl mit den Toplichtern als auch den Navigationslichtern, der Arbeitsbeleuchtung, die ihr jetzt hinten seht hier, und eben auch bei dem roten zumindest die Kabineninnenbeleuchtung. Ja, also da hat sich jetzt nichts weitergetan in dem Bereich. Ich ändere immer so ein bisschen die kleinen Szenen mit den Figuren. Das fällt euch ja vielleicht dann auch stückweise auf. Oder wenn ihr jetzt darauf achtet, nachdem ich euch hingewiesen habe, dann fällt es euch vielleicht auf in den nächsten Videos, dass sich da immer ein bisschen was ändert. Kleines Beispiel, das konnte man bisher jetzt noch nicht sehen, das Pärchen, was ihr jetzt hier seht, quasi, was nach Hause zurückkehrt. Das ist jetzt gerade neu dazugekommen. Ja, was haben wir noch? Wir haben jetzt hier im Gleisfeld was Neues, und zwar die Lampenbude. Die habt ihr ja schon kennengelernt ohne das Regal. Und hier ist sie jetzt mal mit dem Regal, und ich habe das Regal dann auch gleich noch befüllt mit etwas Material. Das heißt also, wir haben hier erstmal so ein Schild, das habe ich einfach mal gelb angemalt. Das ist ein Rest aus einem Plastikbausatz. Dann habe ich hier noch eine Getränkekiste hinzugefügt. Ein Stück von so einem Zurüstbeutel von einem Modell von mir. Dann hier hinten diese gelben Teile. Die sind eben auch
Reste von einem Plastikmodellbausatz gewesen, die ich einfach mal gelb gemalt habe. Die haben so ein bisschen was Hemmschuhartiges. Und hier unten noch eine Kiste. Und dann seht ihr hier auf der Rückseite, habe ich nochmal ein Fred Haun-Schild angebracht. Einen ja, alten Viking-Reifen, den ich noch hatte, angelehnt. Und dann hier ein Hochspannungsverteilerkasten hinzugefügt. Ja, und so steht unsere kleine Lampenbude dann hier so nett in der Gegend. Man könnte sie alternativ auch umdrehen, habe ich schon überlegt. Dann hätte man hier quasi das ja, eigentlich richtige Erlebnis, dass man in beide Richtungen, egal wo man steht, quasi immer die Namen auch von dem Bahnhof lesen kann. Das heißt also, ich kann, wenn ich hier mit dem Zug stehe, nach da dann und nach da Fred Haun lesen. Hier habe ich das dann da an dem Gebäude und hier. Aber so ist es einfach für meine eigene Position hier angenehmer. Genau. Also, wir gehen mal von hier ein bisschen weiter. Das kennt ihr alles, beziehungsweise das habe ich schon mal vorgestellt. Das müsst ihr vielleicht in den älteren Videos dann nochmal gucken. Und ihr seht auch hier, die Ecke hat sich auch noch nicht wirklich weiterentwickelt. Ich habe jetzt mal hier Überlegungen angestellt, wie ich mit dem Landschaftsbau weitermachen werde. Also ich werde hier wahrscheinlich dann Straßen nach einem System, was MacLean of Sweden mal vorgestellt hat, weiterbauen. Das heißt, mit solchen Kelloggs-Packungen werde ich hier die Straße quasi auslegen. Und dann habe ich die Idee, dass ich hier weitere Zäune verbaue. Und zwar habe ich hier noch so eine ganze Packung Kibri-Maschendrahtzaun. Und die Idee ist, dass ich eigentlich hier vorne quasi die Straße andeute. Dann habe ich hier einen Grünstreifen, Zaun und dann kommt dahinter hier auf der gesamten Länge ja mein Abstellbereich, Bahnbereich. Und dann habe ich beides kombiniert. Also ich habe den Bahnbereich im Hintergrund, habe aber hier vorne immer noch die Möglichkeit, Fahrzeuge aufzustellen. Das ist so ein bisschen die Idee. Und der Maschendrahtzaun soll das Ganze dann trennen. Mal gucken, wie das aussieht. Da seid ihr natürlich dann auch mal mit dabei, wenn es da Updates gibt. Ansonsten hat sich als Update eigentlich nur noch hinzugetummelt, dass der Multiscan-Tank, der seht ihr, der steht jetzt da hinten neben den Schienen einfach in der Gegend. Ich finde, der passte eigentlich ganz gut hin, so als Gas-Dieseltank, was auch immer. Und das Fahrgestell verwende ich jetzt anderweitig, und zwar für diesen kleinen Wagen hier. Da seht ihr, das ist das Fahrgestell. Und ich hatte hier noch so einen Wagenrest, sag ich mal, das war, glaube ich, aus meiner Kindheit noch so ein Lima-Wagen, der hat kein Fahrgestell, kein gar nichts mehr gehabt, das war nur dieses Plastikoberteil. Das habe ich jetzt mal angefangen, hier in grün-grau anzumalen. Und das passt, wie ihr seht, hier wirklich perfekt auf dieses Chassis drauf. Als ob es dafür gebaut worden wäre. Und ja, der ein oder andere wird jetzt so die grundsätzliche Farbgebung und Idee dieses Wagens wahrscheinlich verstehen. Da fehlt jetzt halt noch Franz Jäger Berlin, um mal so eine kleine Idee zu geben. Und das ist halt auch so ein kleines Nebenprojekt, Dinge, die man so zwischendurch halt irgendwie mal macht. Ja, und wenn wir dann hier weiter gucken, da ist alles beim Alten. Aber jetzt seht ihr hier, habe ich zwei Wagen dran. Und der eine hat die Nummer 1543. Der andere hat die Nummer 1541 von meinem Veteranenzug. Und jetzt komme ich mal mit euch zu dem Schnäppchen. Dafür fliegen wir hier einmal wieder komplett rum. Und zwar ist es dieser Wagen hier. Da seht ihr, hat die Nummer 1545. Und wenn ihr genau hinseht, seht ihr auch, da ist eine Beleuchtung drin. Also ihr seht, ich kann es quasi immer, wenn ich den Wagen hochhebe, kann ich hier die Beleuchtung ein- und ausschalten tatsächlich. Das ist also eine analoge Beleuchtung drin. Und warum halte ich den jetzt für ein Schnäppchen? Und zwar war der bei eBay eingestellt als stark gebraucht, bespielt und es fehlen beide Kupplungen. Da hatte ich die Hoffnung, dass einfach nur keine Kupplungen in diesen Kupplungsschächten drin sind und genauso war es. Also die NEM-Schächte waren einfach leer und das Ganze kam per Post an. Ich habe es ausgepackt, das eine Wägelchen, und war dann
plötzlich ganz begeistert. Also mal abgesehen davon, dass der keine Abbrüche, kein gar nichts hat und wirklich hier die Teile nicht abgebrochen waren, sondern nur Kurzkupplung reinstecken und es funktioniert, die Aufgabe war, habe ich festgestellt, da ist ja ein Schleifer drunter. Was macht denn ein Schleifer unter dem Wagen? Da ist ein Radkontakt drunter. Was macht der denn da? Und dann habe ich es auf die Schiene gestellt und habe festgestellt, nichts passiert. Hat nicht geleuchtet. Da war ich natürlich ein ganz bisschen enttäuscht. Dachte so, naja gut, dann musst du wahrscheinlich hier alles umbauen. Dann habe ich die Reifen, also die Räder, unten die Radreifen einmal sauber gemacht mit einem Glasfaserstift. Habe ich auch verlinkt. Das ist wirklich genial. Und daraufhin ging wieder alles. Also ihr seht das ja hier, wie der Schleifer glänzt. Der war quasi schon selber komplett schwarz. Den habe ich einfach mit dem Glasfaserstift sauber gemacht. Und ihr seht auch hier die Räder, sowohl hier als auch hier, haben zumindest wieder einen Glanz. Und das waren vorher, war hier eine richtige schwarze, komplette Schicht drauf. Also ihr müsst euch vorstellen, das war wirklich so krass, dass hier komplett alle vier Räder hier vorne keinen Kontakt mehr bekommen haben und deswegen die Beleuchtung hier drin nicht angeht. Also die müssen schon richtig, richtig dreckig gewesen sein. Ja, und jetzt fragt ihr euch, was habe ich bezahlt? 14,50 Euro habe ich für diesen Wagen hier bezahlt. Gut, ohne Originalverpackung, aber 14,50 Euro mit eingebauter Beleuchtung ist aus meiner Sicht schon echt ein Schnäppchen. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt vorhabe, den gesamten Zug mit einer Beleuchtung zu versehen, mit Funktionsdecoder, mit Zugschlussleuchtung und dem ganzen Pipapo, habe ich hier schon einen Wagen mit Schleifer und Stromabnahme. Das heißt, ich brauche nur mit stromführenden Kupplungen von hier dann zu den anderen beiden Wagen gehen, in die die Beleuchtung dann reinkommt. Also, ja, aus meiner Sicht richtig cooles Schnäppchen und natürlich jetzt dadurch, dass auch eine andere Betriebsnummer hier verbunden ist, vergeben ist und ich also die 1541, 43 und 45 jetzt habe hier als drei Wagen am Stück. Plus natürlich diese Wagen hier habe ich jetzt wirklich die Möglichkeit, hier schon sehr, sehr schöne dänische Personenzüge hier auch einfahren zu lassen. Und das war es tatsächlich jetzt so an Updates erstmal für den Moment hier auf Fred Haum, was sich da getan hat. Und wenn euch das jetzt ein bisschen wenig vorkommt, kann ich euch beruhigen. Ich habe ein weiteres Projekt, das werde ich euch auch in Kürze mal vorstellen. Wenn ich da ein bisschen weitergekommen bin, bekommt ihr das in einer komprimierten Form. Und da werdet ihr sehen, warum ich jetzt hier an Fred Haum gerade ein bisschen weniger gemacht habe, weil das andere natürlich auch viel Zeit kostet, aber trotzdem man eine sehr coole Sache ist. Also seid gespannt auch auf dieses andere Projekt, was ich euch mal zeige. Erstmal ist das der Grund, warum wir jetzt hier nicht die Mega-Updates haben, aber ich finde jetzt mit dem kleinen Lampenhäuschen, mit hier dem Auto mit Licht, da kommt ja immer ein bisschen was dazu und es wird einfach immer ein ganz, ganz kleines Stückchen vollständiger. Und jetzt werden wir als nächstes mal unter die Anlage tauchen. Das hatte ich euch ja versprochen und das machen wir doch jetzt direkt mal und gehen hier einmal auf Tauchstation. So, immer wieder versprochen und jetzt schauen wir mal endlich unter die Anlage und da seht ihr schon die Verkabelung. Ja, da kann man jetzt gar nicht viel zu sagen. Da steckt ein System drin, aber ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das jetzt bei einer Anlage machen würdet, die größer wäre als die, sagen wir mal, 2x1 Meter, die ich hier habe, dann wird das doch sehr schnell wirklich unübersichtlich. Hier haben wir tatsächlich alles noch in, sagen wir mal, einer Armgreifweite und deswegen kann ich euch jetzt das System ein bisschen erläutern, dass ihr feststellt, okay, das sieht Kraut und Rüben aus, aber es ist tatsächlich relativ einfach von der Wartung. Nichtsdestotrotz, das gehört jetzt in die Kategorie Don't try this at home, also macht das nicht so nach, außer ihr sagt, ich will wirklich hier eine relativ kleine Anlage bauen, wie Fred Haum zum Beispiel, dann kann man das so noch überblicken. Fangen wir mal mit den grundlegenden Dingen an. Also erstmal seht ihr hier, das ist die Gleisbox von der Mobile Station, die hier unten befestigt ist. Und da geht hier das Kabel raus und das geht hier auf einen Verteiler, das ist einfach eine Verteilerleiste. Und aus der Verteilerleiste gehen dann wieder verschiedene Kabel, wie zum Beispiel dieses dickere hier, raus. Primär geht ein dickes Kabel aber tatsächlich hier unten hin,
da wo dieses silberne Panzertape ist. Und das ist nämlich, wenn ihr euch das anguckt, haben wir hier quasi so eine Öffnung hier drin. Seht ihr da? Also da ist quasi ein bisschen Tiefe drin. Das ist nämlich die hochgesetzte Trasse der Schienen. Das heißt also, hier haben wir den gesamten Bahnhof. Dann geht das hier um die Kurve hinten rum. Hier haben wir den Bahnübergang, den ihr kennt. Dann haben wir hier oben die hintere Strecke. Hier mit der Brücke. Und hier geht es wieder in der Kurve zurück. Einmal so zur Orientierung. Und in der ganzen Strecke, die wir uns jetzt gerade angeschaut haben, da läuft parallel zu den Schienen oben unten eben ein Kabel durch, was als Ringleitung zwischendurch immer wieder die Versorgung sicherstellt. Das ist hier auf der relativ kleinen Anlage, habe ich das tatsächlich an 4 Punkten eingespeist in diesem Kreis. Also das ist vollkommen übertrieben, das war jetzt wirklich nur so eine technische Spielerei. Und ich habe zusätzlich noch, das seht ihr jetzt hier, eins der Kabel, was hier wegfliegt nach da hinten, das versorgt eben den gesamten Bereich im IVA-Regal, der sich ja hier anschließt, sodass ich da eben auch eine entsprechende Leitung drunter liegen habe an verschiedenen Punkten zur Einspeisung. Das zweite, was wir dann hier sehen, das ist das hier. Das ist ein LED-Trafo 12 Volt. Der liefert also eine Gleichspannung 12 Volt. Und von da geht eben auch ein Kabel hier raus. Und dieses Kabel sieht man hier, wenn man den folgt, das landet dann in diesem Bereich. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Das heißt, das sind die zwei Elemente. Wir haben also einmal hier den Bahnstrom und wir haben hier nochmal jetzt eine Gleichspannung von 12 Volt, die ich ausschließlich für die Beleuchtung verwende. Warum mache ich das so und nicht anders? Und tatsächlich ist es so, dass diese Lichttrafos hier extrem günstig sind. Extrem günstig für relativ viel Leistung, muss man sagen. Und sie sind natürlich auch auf die Steuerung und Beleuchtung von LEDs ausgerichtet in allem, was sie tun. Das Modell, was wir jetzt hier sehen, da oben, das hat knapp über 4 Ampere Ausgangsleistung, kostet, ich glaube, 15 oder 20 Euro. Und wenn ihr jetzt mal überlegt, was die richtigen Wechselstrom-Modellbahn- Versorgungstrafos kosten, die liegen ja alle bei 75 Euro aufwärts. Vielleicht gibt es mal einen für 50 irgendwo, aber die Markengeräte liegen bei 75 Euro aufwärts. Und hier bekommt ihr quasi für eine kleine Anlage, für einen 10er 12 Volt DC abgesichert, seht ihr hier auch CE-Kennzeichen, alles. Also das ist total safe, das Teil. Und von da geht eben Kabel hier in den Bereich. Und das ist das, worüber ich primär mit euch sprechen wollte, denn hier geht es um die Beleuchtung. Ich habe hier auch wieder ein bisschen downgegradet aktuell, was die Schaltmöglichkeiten angeht. Also ich arbeite hier tatsächlich mit 16 Kanälen maximal, also zwei Decoder M84 hier gerade. Ich hatte ein M83 hier die ganze Zeit auch noch mit verbaut. Da saß hier oben eine Reihe M83. Die habe ich jetzt gerade wieder rausgenommen aus verschiedenen Gründen. Primär eigentlich, weil ich für die Beleuchtung mittelfristig vielleicht doch noch eine andere Variante nehmen will. Da gab es ein paar coole Vorschläge bei euch aus den Kommentaren bei anderen Videos für die Lichtsteuerung. Und da werde ich wahrscheinlich eher in die Richtung mal investieren und schauen, ob ich da ein bisschen was ausprobiere. Zweiter Grund war, dass ich immer mehr Lichter auch hier verbauen wollte, wo die M83 saßen. Also die saßen nicht hier in dem freien Bereich, die saßen tatsächlich hier. Quasi als zweite Reihe, wir hatten also die schräg sitzend, zweite Reihe schräg sitzend hier. Und das wurde extrem unpraktisch, um die Kabel so zu verlegen, wie sie jetzt liegen. Genau, ihr seht hier so einen riesen Wulst an Kabeln, aber bleiben wir erstmal hier bei diesen beiden M84 Schaltdecodern. Wenn wir da mal ein bisschen näher rangehen, seht ihr, die haben einen Eingang, das ist hier, da in dem Bereich. Da geht die ganz normale Bahnstromversorgung rein. Und dann habe ich hier 16 Schaltmöglichkeiten, also immer rot-grün hier, seht ihr in dieser Reihe. Und in der Mitte ist jeweils dann die Spannung. Das heißt, wenn ich da eine Spannung anlege, sei das jetzt 18 Volt, 12 Volt, was auch immer, auf den dritten Anschluss in der Mitte, dann ist das die Spannung, die verteilt wird an der Stelle für das grüne und rote Schaltelement hier. Und zwar wirklich nur für dieses eine Relais. Das ist dann getrennt für 4 Stück immer bei dem M84. Das ist hier das Coole, das heißt, ich kann trennen. Ich habe bei den meisten hier die quasi Minus, nee, die Pluskabel der 12-Volt-Variante gehen hier ran.
Also eigentlich im Endeffekt mit einem U, das geht an den ersten, dann geht es quasi immer mit so Brücken weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Video hier sehen könnt, diese Brücken quasi zwischen den Mittelpunkten. Die gehen aber tatsächlich nicht auf alle. Also ich habe hier zwischendurch auch mal den einen oder anderen, bei dem das nicht ist. Der bekommt dann nämlich den Bahnstrom mit 18 Volt Wechselspannung. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Variante. Ich habe dann zusätzlich noch eine Fallback-Variante, um nochmal eine dritte Stromversorgung und 18 Volt Gleichstrom herzustellen, wenn ich sie dann mal brauchen sollte. Und zwar ist das hier. Das ist ein kleiner Gleichrichter mit bis zu 2 Ampere Dauerleistung. Und der ermöglicht es mir natürlich jetzt hier auch noch meine 18 Volt Gleichspannung herzustellen. Ich habe also eigentlich 3 Lösungsmöglichkeiten. Ich habe eine Wechselspannung, Bahnstrom mit 18 Volt ungefähr aus der Mobile Station. Ich glaube, der M83 reduziert das in der Schaltspannung, oder der M84 reduziert das in der Schaltspannung nicht. Der M83 reduziert das um ungefähr 1 Volt. Aber hier sind ja nur M84, das heißt, wir haben hier wirklich 18 Volt Schaltspannung, Wechselstrom. Dann habe ich 18 Volt Gleichstrom über den Gleichrichter, auf die ich zugreifen kann. Und als drittes eben für die normalen LEDs hier 12 Volt Gleichstrom. Bin also gerüstet für jede Art der Anwendung. Und dann seht ihr hier diese ganzen roten Kabel, die eben sich dann hier sammeln und weggehen. Teilweise seht ihr aber auch blaue und schwarze Kabel. Da kommen wir gleich nochmal drauf, für welche Funktionen die dann da sind. Das zweite, was ihr seht, ganz, ganz viel hier oben, sind die weißen und die gelben. Die gehen in diese Verteilerleiste hier rein. Das ist eine auch ganz normale Verteilerleiste, so eine AB-Verteilerleiste. Das heißt, da sind immer die eine Reihe ist quasi miteinander elektrisch verbunden, die andere auch miteinander, aber beide sind nicht miteinander verbunden. Und das ist dann quasi meine DC-12-Volt-Batterie hier. Das heißt, da geht die Spannung wieder zurück und da schließt sich der Stromkreis wieder. Wenn ich das mit dem 18-Volt-Bahnstrom oder dem Gleichstrom mache, dann muss ich eben an der Stelle, wo ich das einspeise, quasi wieder den Rückleiter verwenden. Am Gleis möglichst in der Nähe. Funktioniert super, dann brauche ich kein zweites Kabel verlegen dafür. Genau, und dann seht ihr eigentlich, das sind diese Kabel, die sind tatsächlich erstmal die roten und weißen, wenn wir die nur betrachten, gar nicht so unordentlich. Ja, die verteilen sich hier weiter und dann seht ihr, gibt es eigentlich zwei Hauptrichtungen. Es gibt einmal nach vorne die Richtung in Richtung Bahnhof und es gibt hier nach oben die Hauptrichtung. Und die geht dann hier oben nochmal in zwei Richtungen, entweder in Richtung eben Bahnübergang oder hier in Richtung Leuchtturm. Das ist das hier oben. Und das sind auch diese Kabel hier, die seht ihr, die laufen da weiter und sind da über diese kleinen Stecker verbunden mit dem IWA-Regal. Wenn ich also die Anlage hier rausfahre, weil ich sage, ich möchte die woanders hinfahren auf den Rollen, auf denen sie steht, muss ich eben hier die Steckelemente lösen. Das sind 4 Stecker in Summe, ein Rückleiter und 3 Schaltleitungen aktuell. Und die versorgen eigentlich nur die Werft da hinten. Genau. So, und wenn wir jetzt hier weiter gucken, für alles, was normale LED-Beleuchtung von Häusern ist, habe ich eigentlich immer diese rot-weißen Kabel gewählt. Und das macht es relativ einfach. Und jetzt ist natürlich auch die Verkabelung hier nicht so super anspruchsvoll, weil man weiß eigentlich immer genau, welches Haus wo ist. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal hier rüber gehen, und wir haben hier zum Beispiel einen Anschluss hier oben. Das ist das weiße, relativ große Haus, was hier auf Fredhauen seit Anbeginn steht. Das hat hier den Kabelauslass auf der unteren Seite. Und jetzt könnte ich hier, wenn es mir zu unübersichtlich wird oder ich mir unsicher bin, natürlich mit dem Edding hier einfach die Beschriftung machen. Dann wüsste ich das auch immer. Und wie ihr aktuell seht, geht da eben nur ein Kabel raus. Ich habe in dem Haus theoretisch 4 Schaltfunktionen, die ich nutzen könnte. Ihr könnt also noch 4 weitere oder 3 weitere Kabel hier natürlich reinführen. Aber ich sagte, die Wartung ist einfach. Man muss nämlich nichts weiter tun, als diesem Kabel hier dann zu folgen. Das ist natürlich, wenn man da direkt dran ist, relativ einfach. Dann geht das da runter, dann geht das hier rum und einmal nach da und einmal nach da. Das klingt jetzt vielleicht oder sieht komplizierter aus, als es live ist. Wenn ihr live das Kabel in die Hand nehmt und ihr folgt dem, ist das eine total einfache Sache. Und das gilt hier für alle Anschlüsse. Das sieht kompliziert aus, aber tatsächlich, weil es eben gar nicht so viele verschiedene Sachen sind, ist es nicht so kompliziert. Der zweite logische Faktor, und das ist das, was jetzt so ein bisschen wild wirken lässt, sind die Fahrzeuge.
Das heißt, die Schiffe und die Autos, die ich hier auf der Anlage habe, die beleuchtet sind. Da sind nämlich die Autos, alle PKWs hängen zum Beispiel aktuell an dieser Verteilerleiste hier, bis auf das Polizeifahrzeug, aber alle anderen werden über einen Ausgang des M84 gerade geschaltet. Die gehen alle an diese Verteilerleiste hier gerade. Und da das Ganze eben provisorisch ist, sieht es auch provisorisch aus. Das heißt also auch die Kabelverlegung für die Autos ist hier wirklich provisorisch, so dass sie funktioniert. Aber sie wird definitiv nicht so bleiben, weil ich eben eigentlich den Plan habe, dass ich jedes Fahrzeug mal einzeln steuern möchte. Im Idealfall sogar vielleicht mit so Sachen wie Warnblinker oder ähnlichem, was ich dann noch verbauen kann. Und ja, da werde ich natürlich mit einem M84-Schaltausgang und so einer Verteilerleiste nichts. Aber für den Moment ist das ganz okay, ging relativ schnell. Und da kommen auch diese verschiedenen Kabelfarben her. Also das, was hier so schwarz wirkt im Video, ist eigentlich blau. Blau-gelb sind zum Beispiel immer die Seefahrzeuge jetzt. Und die normalen Autos zum Beispiel haben dann wieder andere Farben. Die haben zum Beispiel eben braun-gelb oder grün-gelb oder weiß, ne, weiß-gelb nicht. Also grün-gelb oder braun-gelb. Und da seht ihr zum Beispiel auch hier dieses Kabel hier, was da lang läuft. Das ist so ein Dreierkabel, das schaltet tatsächlich mal zwei Funktionen in einem Fahrzeug. Ist auch eine sehr coole Sache. Aber die sind hier eben relativ provisorisch alle drüber gelegt. Wenn ich die alle rausnehmen würde, hätte ich nur die roten und weißen, die hier relativ sauber eigentlich unter dem Ganzen langlaufen. Und das wird irgendwann auch mal der Zustand sein. Ist das jetzt eine perfekte Verlegung? Natürlich nicht, aber für eine kleine Anlage, wo man quasi von hier ausgehend, wo ich jetzt bin, mit dem Arm in alle Richtungen bis zum Ende der Anlage kommt, ist das absolut ausreichend, weil ihr genau wisst, ihr verfolgt einen Ausgang und könnt ihr mit der Hand verfolgen, quasi vom Startpunkt bis zum Endpunkt. Für eine kleine Anlage, meine Empfehlung, macht euch da nicht zu viel Gedanken, aber am Ende müsst ihr natürlich selber wissen, wie ihr das umsetzen wollt. Das würde ich definitiv bei einer größeren Anlage nicht machen. Und ihr seht auch, wenn ihr das vergleicht mit dem, was ich im Landschaftsbau mache, das Thema, da habe ich weniger Spaß dran, die Kabel schön zu verlegen. Mir ist wichtig, dass es funktioniert. Genau, wir haben dann weitere Elemente. Da kann ich euch mal eins zeigen hier hinten. Und zwar seht ihr hier, das ist das Signal, was oben am einem Ausfahrtsbereich vom Bahnhof steht. Und da seht ihr, das ist hier unten ganz easy eigentlich in der Anlage befestigt. Und zwar mit einem so einem kleinen Holzriegel, den kann man mit der Hand eben drehen und dann kann man das Signal theoretisch nach unten entnehmen oder eben die Adresse verändern und alles. Also das ist eine relativ einfache Möglichkeit, hier an das Signal ranzukommen. Und dann haben wir hier hinten den Bahnübergang, den hatte ich ja auch schon mal ein bisschen genauer vorgestellt, wie ich den realisiert habe. Aber auch hier war die Prämisse eben, es muss funktionieren. Und das tut es wunderbar, super zuverlässig, diese ganze Lichtschranke hier. Da bin ich sowas von überzeugt, immer noch von, auch nachdem ich das jetzt vor, knapp, sag mal, 11 Monate ist es her, 11 Monate ist es her, dass ich das gebaut habe. Und es funktioniert seitdem ohne irgendein Wenn oder Aber mit der Schaltung. Züge, egal in welcher Richtung, werden hier sauber erkannt, auch wenn sie stehen bleiben in dem Bereich. Also mit den Lichtschranken weiterhin absolute Empfehlung von mir. Video habe ich euch mal verlinkt, jetzt hier natürlich oben auch. Genau. Also das war jetzt mal so der kleine Einblick hier unter Fred Hauen. Das ist halt sehr hemdsärmlich. So viel vom Update für heute. Ihr habt auch meinen Schnäppchen kennengelernt. Schreibt es gerne mal unten rein in die Kommentare, was ihr von diesem Schnäppchen haltet, ob ihr das auch als Schnäppchen empfindet oder ob ihr sagt, naja, ist ja irgendwie schon der normale Preis gewesen oder John, hast du viel zu viel für bezahlt. Das würde mich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Genauso, was ihr denkt, was vielleicht nächste Schritte sein könnten hier in Fred Hauen. Also ob ihr noch etwas habt, wo ihr sagt, in einem dänischen kleinen Hafen darf das nicht fehlen. Und das habe ich bisher bei dir nicht gesehen. Also das auch gerne rein. Und denkt dran, die Spenden-Challenge gibt es natürlich auch noch. Das heißt, ich werde in diesem Jahr mindestens die Hälfte der YouTube-Werbeeinnahmen, die bei mir ankommen, dann eben auch spenden für gute Zwecke.
Heißt also, da gibt es verschiedene Projekte und ihr kriegt monatlich von mir ein Update, was wir machen, woran wir das Geld stecken. Das erste Update dazu ist auch schon online, habe ich hier nochmal für euch verlinkt. Das war ein sehr cooles Projekt und ich glaube auch, dass die zukünftigen Projekte ähnlich gute Zwecke mindestens verfolgen. So viel für heute. Da oben findet ihr noch ein paar mehr Videos, nämlich die vorherigen Updates, dass ihr so die ganze Story mitbekommt und natürlich den Abo-Button, wenn ihr den noch nicht betätigt habt. Macht's gut, bleibt gesund, bis bald. Ciao.